Das hier ist Comstocks Haus. Sage uns, Prophet, hast du das kommen sehen? Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Nein. Oder? Nein. Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Aber wir hatten von Fink das Toupet dahin gebracht. Wir haben ihn doch vorhin noch gesehen. Da lag der noch in einem Stück da und danach haben wir noch die Fitzroy. Aber vielleicht seine Anhänger. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Hier, für die Kasse. Du bist super! Bald mal wieder ein paar Upgrades kaufen, ne? Was denn? Comstock bekommt alles, was er verdient. Ja. Was machst du denn auf? Jeder bekommt das, was er verdient. Jeder bekommt das, was er verdient. Willkommen in Emporia. Ach du Scheiße. Ja, zum Glück nicht übertrieben. Zum Glück nicht. Also zum Glück sehr bescheiden geblieben auch. Alter. So, eigentlich wollte ich in der Halle nochmal ganz kurz rumgucken. Nur mal gucken, ob da was liegt oder ob wir was übersehen haben. Und siehe an, da ist doch so ein Upgrade-Laden. Ein paar Salze können wir auch noch gebrauchen. Schockkette-Hilfe. Verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Das brauchen wir. Beherrschung billiger. Verringert die Menge an Salzen und das brauchen wir eigentlich auch. Beherrschung ist super. Ich weiß aber nicht, wie ich das aktiviere. Krähenboost erhöht die Dauer. Ladunghilfe. Macht beim Angriff kurzzeitig unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Das brauche ich. Soghilfe ist auch geil. Aber erstmal Ladunghilfe, weil ich das so geil finde. So, Ladung ist momentan mein Liebstes und den Rest kann ich mir nicht leisten. Ich habe Geld gefunden. Oh. Klar, danke. So, Salz. Salzampulle. Ach, da ist noch das Schloss. Sieh an. Drei Picks. Wäre ein Schloss. Sieht einfach aus. Für dich ja, für mich nicht so. Erledigt. Dankeschön. 14 haben wir noch, mein lieber Scholli. Läppert sich ja langsam. Was haben wir denn? Schießeisen. Ist Schießeisen nicht sowas wie eine Shotgun? Das ist mehr so eine Flinte, ne? Flint Eastwood. Ach du Scheiße, sieht natürlich ganz geil aus. Aber die Streuung von dem Ding ist natürlich unverschämt. Ja, gut, weil ihr es seid, nehme ich das erstmal mit. Ich soll ja auch mal andere Waffen ausprobieren, nicht mal die gleichen. Oh, Fusion! Fusion, Fusion, Infusion meine ich. So. Perfekt. So, ich sollte bei Fusion, bei Infusion mal die Salze nehmen eigentlich auch. Damit wir da ein bisschen mehr wirken können. So, Leiche durchsuchen, habe ich gerade keine Lust. Wir haben ja schon so viel Krempel eigentlich. Aber ich fürchte, wir werden noch viel mehr Geld brauchen auch. Ah ja, Imperial, Envy of the Skyline. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Los. Aber klar. Öffnet die Gefängnistore! Nieder!
Danke, bitte. Danke, danke. Gut, super. Mehr habe ich im Moment nicht. Oh, Mist. Das war unnötig. Aber egal. Trotzdem gewonnen. Wenn das weiter so geht, müssen wir die wirklich mal mehr Salze droppen lassen. Ach, wie krass hier mit den Engeln. Dieser Aufstieg nach oben und bla bla bla. Und alles so furchtbar übertrieben. Oh Gott, ey. Sieh mal. Meinst du, der wollte das alles? Und du? Wollte was alles? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Krieg wollen kann. Und was ist das für eine Wolke mit Blitzen und so? Das sieht doch sehr übel aus. Da sagt sie einfach... Hm. In Ordnung. Kommt der uns eigentlich hinterher? Hey, George! Georgie Boy! Der kommt nicht hinterher, Mist. Kann man da durchgucken? Schon krass, schon sehr krass. So, jetzt aber keine Zeit. Nimm Maschinengewehr. Nimm die Gatling Gun, die lassen wir mal. So, Gesundheit haben wir eigentlich auch voll. Und hier Schloss knacken Haarnadel. Das heißt, wir gucken erstmal da drüben rein. Da haben wir noch einen Lockpick. Hier ist eine tote Leiche. Zum Glück keine lebende. Das wäre natürlich doof. So, Haarnadel bitte. Das mal ansehen. Sieht kinderleicht aus. Ja, nicht quatschen, sondern machen Mutti. Komm. Hoppidi hopp. Geschafft. Na also. Nimm Präzisionsgewehr. Ob wir das... Da stehen doch schon wieder Böse. Mit Baseballschlägern? Ernsthaft? Komm. Sorry, ich glaube, wir bleiben beim Schießeisen. Oh, keine Muni mehr fürs Schießeisen. Ich hätte die Schrotflinte behalten sollen. Was? Nur zwei Schuss? Sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben, gehabt haben sein. Zu haben, gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Hm. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Hm. Da fragt man sich wirklich, wer die beiden sind. So, wir sind da, ne? Komm, Comstock House ist davor. Dass der hier nur ein Haus hat und nicht eine eigene Insel? Der hat bestimmt eine eigene Insel. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich dann ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Vielleicht wärst du ja ein Handyman geworden. Oh Gott. So, da ist leer. Auf der Seite steht noch eine Truhe. Die gucken wir uns auch nochmal an. Silver Eagle und ein Äpfelchen. Lecker, 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 lecker. Appelschnappel. Und noch eine Truhe. Riesige Truhen mit nichts drin. Und 30 Milliarden Mülleimer auf jeder Seite, damit man auch... Ja, Alter.
drei Mülleimer nebeneinander, wirklich? Und da drüben kein einziger? Ach doch, einer in der Ecke, der sich versteckt, weil er sich schämt. Der schämt sich dafür, dass der komische Bauleiter hier drei Mülleimer nebeneinander hingestellt hat. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Hahaha, sieh sie ja jetzt an. So, was? Nur 8 Munition und 2 von 8 Schuss habe ich ja gerade aktiviert? Was für eine Scheißknarre, ich will die nicht. Ich will meine gute alte Shotgun zurück. So, wir haben 557 und können uns hier nichts leisten, glaube ich. Ach doch, Krähenboost, Bronco-Boost. Soghilfe, erhöht die Anzahl an Feinden, die du gleichzeitig ziehen kannst. Sollten wir vielleicht mal... Ach komm, das kaufen wir uns jetzt mal. So. Dann wenden wir Sog auch mal öfter an. Ja? Ach so, du setzt dich nur wieder hin. Hier müssen wir uns nichts kaufen, ne? Pistole, Panzerfaustschaden, aber wir können uns ja eh nichts leisten hier. Was haben wir? Schadensboost, Maschinengewehr und Pistolenschaden. Hier, gut aufheben. Dankeschön. Ich müsste auch mal die Waffen upgraden, aber ich habe das Gefühl, das Geld hier ist echt knapp. Ich dachte, wir können uns jetzt alles leisten, aber offenbar nicht. Boah, ich muss kacken und beide sind besetzt, das geht doch nicht. So, Lockpick, Salze sind voll. Oh, ich dachte, ich bin jetzt besonders schlau und kann da einbrechen. Das ist was für dich. Mal sehen. Fertig. Das gibt's überhaupt nicht. Wie die sich hier durch die Schlösser bricht, das ist ja schon fast unverschämt. Oh. Die sagte mal, oh, bleibt irgendwo stehen, aber da ist nichts. Nimm Feuerhagel. Nee, das ist doch das gleiche wie das andere Ding. Es scheint so, als ob es von jeder Waffenart irgendwie eine Seite der Dingens gibt, ne? Der Comstock und eine Seite der Rebellen. Aber immer die gleichen Waffen irgendwie. Das nennen Sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Tötet die So, ich muss mal öfter auf den Totenschädel achten, aber der verschwindet immer so schnell. Leer, leer. Munition für Panzer warst voll. Hä? Lass die Kraft namens Sog den verhassten Albatross. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da lang? Ach, da lang. Da nicht lang? Der Distrikt gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Ha. Was denn? Wegen den Brillenträgern, sagst du? Die Gründer werden bluten. Ein Voxophon. Mr. Comstock. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. Ja, der Prophet macht sich überall nur Freunde. Oh,